Malia hat mich gefragt, ob ich ihr Braids machen kann. Und ihr wisst, ich kann meiner Tochter keinen Wunsch ausschlagen. Also bin ich zum Afro-Shop gefahren und habe erstmal Haare gekauft. Und Malia durfte sich die Farben aussuchen. Sal hat direkt zu mir gesagt, ich soll das lieber sein lassen. Und lieber einen Termin beim Friseur machen, wo die Haare dann professionell geflechtet werden. Das war auch normalerweise unser Plan. Aber der Geburtstag ist schon morgen. Und so spontan hatte ich niemanden mehr gefunden, der noch Zeit dafür hatte. Außerdem wollte ich meinem Kind und meinem Mann beweisen, dass ich das irgendwie schaffe. Also bin ich mit Malia und MJ zu meiner Mutter gefahren. Denn das fertige Ergebnis sollte eine Überraschung werden für Sal. Und ich glaube, er sollte seine Frau niemals unterschätzen. Als erstes habe ich die Haare durchgekämmt und dann irgendwie versucht, die in Strähnen zu unterteilen. Ich glaube, das war mit die größte Arbeit. Malia durfte nebenbei einen Film gucken und ich muss sagen, sie war echt tapfer. Sie hatte nämlich zwischendurch auf jeden Fall ein paar Schmerzen. Soll ich euch im nächsten Video das Ergebnis und Salos Reaktion zeigen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.